Herzlich willkommen zu Diskurs Bayreuth 2020, eine Veranstaltung der Bayreuther Festspiele. Die Gespräche über Richard Wagner, über Musik und Politik stehen in diesem Jahr unter dem Zeichen »Hier gilt's der Kunst«. Ich unterhalte mich heute über zwei Fragen. Muss ein Künstler politisch Stellung nehmen und kann sich Kunst frei entfalten? Das sind die beiden Leitthemen, die wir uns vorgenommen haben. Mein Name ist Björn Gottstein. Ich begrüße zu diesem Gespräch zum einen Martina Gedeck, die Schauspielerin, die eigentlich, glaube ich, in Bayern groß geworden ist, aber dann nach Berlin gezogen ist, also hier in Berlin, im Pierre Boulez-Saal sind wir gerade, in Berlin groß geworden ist. Und zum anderen den Pianisten Andras Schiff, geboren in Budapest, in den 70er Jahren emigriert über England in die USA und seither in verschiedenen Orten der westlichen Welt zu Hause. Herzlich willkommen an Sie beide. Freue mich. Danke sehr. Ja. Die erste Frage, die ich Ihnen stellen möchte, geht gar nicht so sehr an Sie als Künstler oder Künstlerpersönlichkeiten, sondern eigentlich als mündige Bürger einer demokratischen Gesellschaft. Wir sind alle als solche bis zu einem gewissen Grade aufgefordert, uns auch politisch zu engagieren. Manche machen nur ein Kreuz bei einer Wahl, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, sich in die Gesellschaft einzubringen. Würden Sie unabhängig davon, dass Sie auch in der Öffentlichkeit stehen und dieses Mandat in der Öffentlichkeit vielleicht anders wahrnehmen können, sagen, dass jeder eigentlich die Pflicht hat, sich politisch zu engagieren und politisch Stellung zu nehmen? Bitte, fangen Sie an. Ladies first. Ich denke, dass man als mündiger Bürger natürlich gesellschaftliche Verantwortung trägt. Das beginnt damit, dass man Anteil nimmt an dem, was in der Gesellschaft vor sich geht, dass man Verantwortung übernimmt für sein Umfeld. Nicht jeder hat die Möglichkeit, in der Form politisch tätig zu sein wie ein Politiker. Viele haben ja ganz andere Berufe, aber trotzdem gehört es dazu, sich zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, was im eigenen Land passiert und Stellung zu beziehen und sich auch zur Diskussion zu stellen mit allem, was man ist. Also da bin ich absolut der Meinung, dass das für jeden mündigen Bürger eine schöne Verantwortung wäre. Mhm. Ja. Herr Schiff, ich könnte nur das Gleiche sagen, damit bin ich völlig einverstanden. Pflicht ist es vielleicht nicht, also es ist nicht obligatorisch, aber es ist eine Gewissensfrage. Und für mich persönlich, das ist absolut selbstverständlich, dass man eine Meinung haben muss und dann dort, wo es Ungerechtigkeiten stattfinden, im eigenen Land, aber auch in anderen Ländern, man darf nicht einfach still bleiben und wegschauen, aber viele tun das. Und auch wenn wir jetzt hier schon den Mund aufmachen, da kommt sofort ein Gegenwind. Mhm. Und damit muss man leben können. Also das ist leider so. Heute vielleicht noch mehr als früher mit den sozialen Medien und so, und vor allem diese schlimme Gegenreaktionen, ja, die meistens anonym kommen. Das ist auch etwas, worüber man diskutieren könnte. Was ist dort die Verantwortung oder die Verantwortungslosigkeit? Also mit dem Gegenwind meinen Sie eben Kritik aus den sozialen Medien, dass man beschimpft wird, bedroht wird, ja, und dergleichen. Mhm. Frau Gedeck, Sie engagieren sich in einer Stiftung. Das ist auch etwas, das hat mit Ihrer Schauspielertätigkeit zunächst gar nicht etwas zu tun, also in einer Kinderhospiz. Können Sie ein bisschen was erzählen, was Sie dort tun und warum das für Sie wichtig ist, das zu machen? Das ist das Kinderhospiz Bethel. Und ich bin dort eigentlich immer, wenn ich in der Gegend bin, mache ich dort einen Besuch. Es ging damals darum, dass ein Hospiz gebaut werden sollte für Eltern, deren Kinder sterben müssen und die ihre letzten Tage eigentlich mit den Kindern zusammen, mit dem sterbenden Kind verbringen wollten. Dieses Gebäude wurde damals gebaut und da war ich mit beteiligt.
Ja, das ist etwas, was ich sehr schön finde, weil es doch Menschen sind, die ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Und das Versehrte, also das nicht ganz sogenannt Perfekte, das wird ja oft als einen Makel gesehen. Und diese Menschen haben eine solche Kraft und eine solche Lebensfreude, dass ich besonders gerne dort bin. Und das sind auch eigentlich die Dinge, die mich in meinem Beruf interessieren. Die Versehrung der Menschen, da wo die Menschen in einer Ohnmacht stehen und nicht unbedingt im Heldischen oder im absoluten Können. Und da, wo man auch auf Hilfe angewiesen ist. Also das ist etwas, was ich einen ganz wichtigen Teil, ganz wichtigen Teil finde, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft, auf den wir achten müssen oder sollten. Und deswegen habe ich das gemacht und ich bin da eigentlich reich beschenkt. Mehr, glaube ich, als Sie, wenn ich dahin komme. Aber das hat mich immer sehr, hat mich immer sehr beschenkt. Eigentlich fühlte ich mich dann, wenn ich da bin. Wenn man das liest, es klingt sehr, es bewegt einen sehr, weil es eben auch ein sehr trauriges und sehr schwieriges Thema ist, eben sterbende Kinder. Und aber wenn Sie jetzt davon erzählen, klingt es doch auch sehr warm und herzlich. Und hat natürlich sind dort auch Kinder, die dort leben. Es sind Kinder, die dort einfach in Obhut sind. Nicht behinderte Kinder, körperbehinderte Kinder, Kinder, die an Krebs erkrankt sind. Kinder, die auch die Krankenstation wieder verlassen, gesund werden und so weiter. Also das ist einfach eine riesengroße Stiftung und Einrichtung. Es fing eben mit einem persönlichen Erlebnis an. Mhm. Und das persönliche Erlebnis ist immer das, was dich dann zu etwas hinführt. Mhm. Die persönliche Betroffenheit, der persönliche Bezug. Mhm. Herr Schiff, können Sie das vielleicht bestätigen? Also ich muss sagen, bei Ihnen bin ich immer sehr beeindruckt, wie scharf und pointiert Sie auf politische Situationen reagieren. Es gibt einige öffentliche Briefe oder Leserbriefe, die Sie geschrieben haben, wo Sie politische Situationen kommentieren, zum Beispiel in Ihrem Heimatland Ungarn. Würden Sie auch sagen, da ist auch eine persönliche Erfahrung, eine persönliche emotionale Reaktion erstmal der erste Impuls, der Sie dazu bringt, da Stellung zu beziehen? Ja, natürlich liegt mir das Heimatland sehr, sehr am Herzen. Ich lebe ja seit 1979 nicht mehr in Ungarn, aber das ist mein Geburtsort und meine Muttersprache und mir ist diese Sprache und Kultur und Literatur und Poesie und die Musik von Béla Bartók und so weiter sehr wichtig. Und ich bin dafür sehr stark kritisiert geworden aus Ungarn. Ich hatte Bedrohungen, wenn ich wieder nach Ungarn komme, dann schneiden sie mir die Hände ab. Ja? Oder vielleicht nur eine Hand. Aber das Klavierkonzert von Ravel für die linke Hand ist nicht in meinem Repertoire. Also das wäre nicht so lustig. Aber gut, das sind wieder diese anonyme Sachen. Also das stört mich weniger. Das ist nicht der Grund, warum ich nicht nach Ungarn gehe. Und natürlich, viele sehen das nicht so, im Ausland auch. Die Ungarn haben damit ein großes Glück. Die Sprache ist eine eher isolierte Sprache, welche sehr wenige Menschen sprechen. Also wenn jetzt Leute Ungarn besuchen als Touristen, das ist wunderschön und Budapest ist eine traumhafte Stadt und man fühlt sich sehr wohl und alle diese schlimmen Sachen verstehen die Touristen nicht, weil sie nicht Ungarisch verstehen. Und das ist sehr, sehr komfortabel für die Politik. Sie haben selbst geschildert, dass Sie dann bedroht und beschimpft wurden, als Sie sich über die Politik der derzeitigen Regierung in Ungarn geäußert haben. Gab es denn auch Zuspruch? Gibt es auch Leute, die Sie darin unterstützen, die sagen, die Ihnen dankbar sind dafür, dass Sie die Stimme ergreifen? Ja, so sehr still. Mhm. Eine Opposition in Ungarn gibt es so nicht wirklich. Ja? Mhm. Viele Leute sind unzufrieden mit dem Status quo. Aber sie sind nicht mutig genug und auch vielleicht
haben sie nicht die Kraft und die Macht dafür. Mhm. Und ich sehe wirklich nicht, dass diese Lage sich in meinen Lebzeiten ändert. Mhm. Und ja, ich bin schon alt genug, aber ein paar Jahre kann ich noch leben und das wird noch 20, 30 Jahre so bleiben, ich fürchte. Ja, gut, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also es ist natürlich so, dass es auch ungarische Komponisten und Dirigenten gibt, die sich mit der Situation in Ungarn arrangieren, die versuchen innerhalb dessen, was möglich ist, dort aktiv zu sein. Können Sie das genauso respektieren? Ist das für Sie auch eine Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen als Künstler? Das ist eine schwere Frage. Das muss jeder für sich beantworten, das mit dem eigenen Gewissen. Ich kann nur sagen, dass Béla Bartók ist wieder hier ein großes Vorbild für mich. Nicht nur als Musiker, sondern ein Mensch von großer, großer Integrität. Und als das war in den 1940, ja, genau in 40 hat Bartók gesagt, dass ich kann in diesem Land nicht mehr leben, wo es entartete Kunst gilt und manche Komponisten verboten sind und so. Und dann hat er einfach, er musste nicht in die Emigration gehen, aber das war sein Gewissen. Und das war für Bartók Selbstmord. Mhm. Er kam nach Amerika und dann wurde dort todkrank und er wurde gar nicht anerkannt und er starb im Elend und in großer Armut. Und trotzdem finde ich das die richtige Haltung. Aber das kann man niemandem vorschreiben. Würden Sie denn sagen, dass Sie als Künstler eine besondere Rolle in unserer Gesellschaft spielen? Würden Sie vielleicht sagen, Sie haben etwas mehr Freiheit als andere Menschen? Würden Sie sagen, Sie werden vielleicht eher gesehen und gehört? Also der Künstler hat ja schon sagen, die Freiheit, Künstler zu sein. Und weg, Sie gucken etwas zweifelnd. Empfinden Sie das nicht so? Oder? Ich denke nach darüber. Ja. Das gibt verschiedene Aspekte. Ich glaube ja, dass man eine exponierte Position hat. Das heißt, es wird sehr von vielen wahrgenommen, wie man dasteht, wie man sich in der Welt bewegt. Ich zum Beispiel, wenn ich einen Film drehe, habe meistens 2 bis 5 Millionen Zuschauer. Da muss man sich schon Gedanken machen, was man da bringt in diesen 2 Stunden, die man zu sehen ist. Und mit einer Haltung, mit einer inneren Kraft kann ich natürlich sehr viel transportieren. Das heißt, ich muss ganz klare Entscheidungen fällen, was will ich erzählen, was ist wichtig. Natürlich, es gibt Millionen Aspekte in einer Geschichte, die interessant sind, aber ich muss die Entscheidung fällen und sagen, das ist das, was mich daran interessiert. Das möchte ich jetzt dem Publikum zeigen, davon möchte ich erzählen. Und das hat sehr große Wirkung. Also es ist mir oft passiert, und da unterschätzt man das Publikum auch, dass Menschen das alles sehr genau wahrnehmen. Und die Verantwortung, ein Mensch zu sein, zum Beispiel, ein wirkliches, lebendiges Wesen, ein empfindendes Wesen, das ist meine Verantwortung als Schauspielerin. Das heißt, ich muss versuchen, das, was ich als Papier da vor mir habe, lebendig werden zu lassen in einer Form, die die Menschen berührt, die die Menschen bewegt, die die Menschen auch zum Nachdenken anregt. Und die bei Ihnen einen Prozess in Gang setzen, vielleicht einen Prozess, in dem Sie sagen, da erkenne ich mich wieder, oder das löst bei mir ein Gefühl aus, und das erlebe ich oft, wenn ich Publikum treffe, dass Menschen kommen und sagen, wie sie das in dem Moment gesagt haben oder wie sie in dem Moment geschaut haben. Da wurde mir klar, da öffnete sich der Abgrund, wo ich dann immer erstaunt bin, wie die kleinsten Mini-Bewegungen, die kleinsten Augenblicke wirklich wahrgenommen werden von den Menschen.
Und das ist eine, durchaus eine Verantwortung, eine Freiheit, die ich habe, natürlich sehr schöne Freiheit, das zu gestalten, aber auch eine Verantwortung. Das heißt, das ist, kann auch eine Unfreiheit sein. Es kann auch dazu führen, dass man sich, dass man sich eben nicht mehr frei fühlt, sondern dass der Druck zu groß wird. Und das ist eben das, ist das Wichtige, das in der richtigen Waage zu halten, dass man eine Lockerheit behält, nicht wahr? Und eine positive Ausrichtung, eine Heiterkeit vielleicht. Auch ich habe sehr viele schwere Stoffe auch gespielt, aber es muss immer ein bisschen ein Hoffnungsschimmer da bleiben, ja? Also der in etwas Zukünftiges weist. Das ist, glaube ich, das ist das, was ich auch unter Freiheit verstehe. Und das kann man natürlich qua Persona verkörpern, insbesondere natürlich auf der Bühne oder vor einer Filmkamera. Man muss sich nicht zu wichtig nehmen, so wie es in ganz kleine Pünktchen. Aber zusammen macht das sehr viel aus. Und wahrscheinlich, wenn man in ihrem oder seinem Metier bekannter geworden ist, dann es hören viel mehr Menschen zu. Man wird auch gefragt über gewisse Situationen oder gewisse Themen. Dann soll man auch sich äußern dürfen, egal wie die Konsequenzen sind. Ob das sehr viel beiträgt oder ob dadurch sich etwas ändert, ich weiß nicht, aber man muss auch wieder die Geschichte studieren und in den ganz schlimmen Zeiten, in nationalsozialistischen Zeiten, das bringe ich jetzt sehr ungern auf hier in Berlin, aber eben die Künstlerpersönlichkeiten, die dann sehr mutig waren, etwa wie Toscanini oder wie Thomas Mann, ich glaube, sie haben eine wichtige Botschaft vermittelt und sehr viel Mut gegeben an viele Menschen. Vielleicht waren es sehr viele, die damit unzufrieden waren. Aber wenn man das im Rückblick prüft und beobachtet, davon kann man sehr viel lernen, auch heute. Ich weiß nicht, ob die heutigen Zeiten leichter sind oder etwas prosaisch, aber so leicht sind sie auch nicht. Also ich finde, jetzt stecken wir in einer ganz tiefen Krise in jeder Hinsicht und wir müssen uns darüber Gedanken machen. Manchmal hat man das Gefühl, die Künstler sind die Stimme der Vernunft, die gegen den Pragmatismus oder die Ideologien der Politik anspricht. Also es ist, glaube ich, schon auch eine wichtige Stimme, die eben auch gehört wird, weil, wie Sie das ja eben angedeutet haben, Sie eben auch sehr viele Zuschauer, sehr viele Hörer haben, Sie nach Ihrer Meinung auch gefragt werden. Und wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass man, wie Sie gerade gesagt haben, diesen Spielraum nutzt oder zumindest sich einfach dann auch äußern darf. Man ist ja, wie Sie gerade eben auch gesagt haben, eben auch Mensch und mündiges politisches Subjekt und nicht nur Künstler und als solcher dann eben auch. Aber wir werden dann wieder sehr, sehr oft zusammengeschimpft. Das, bitte bleiben Sie bei Ihrer Kunst und selbst das verstehen Sie nicht, aber äußern Sie sich nicht über Dinge, wovon Sie nichts verstehen. Also. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie für Äußerungen wirklich beschimpft worden sind? Ich äußere mich ja sehr wenig. Also wirklich, weil... Deswegen oder? Nein, nicht deswegen. Nein, ich hatte immer eine gewisse Scheu eigentlich von Beginn weg, also schon als junge Schauspielerin. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber es ist eine Art von Grundprinzip irgendwie für mich gewesen, dass ich nicht qua Martina Gedeck in Erscheinung trete, sondern das hat aber mit meinem Beruf zu tun, der ja mit Verwandlung zu tun hat. Und ich... Ich wollte eigentlich nicht unbedingt erkannt werden, also im Sinne von, ich wollte gar nicht, dass die Leute wissen, wer ich bin, sondern ich wollte eigentlich hinter meinen Rollen zurücktreten. Ich fand das wichtig, dass die Leute nicht an mich denken, wenn sie die
Rollen sehen, sondern eben an diese Rolle denken, an diese Figur denken, an diesen Menschen denken, der da vorgestellt wird. Und das bin ja nicht ich. Insofern habe ich mich immer ein bisschen aus den Dingen rausgehalten, habe aber mein Erscheinen in der Figur, mein Erscheinen als Schauspieler sehr ernst genommen. Das ist eigentlich das, wo ich etwas zu sagen habe und wodurch ich etwas sagen kann, durch die Art, wie ich etwas spiele, wie ich innerhalb einer Figur Stellung beziehe. Das ist für mich der bessere Weg. Ich kenne mich auch zu wenig aus in all diesen Dingen, muss ich sagen. Ich bin jemand, der, ich mag das gern, wenn jemand was in seinem Beruf kann, und ich kann mir da kein Urteil erlauben. Ich kann nur meine Meinung sagen über wie ich die Dinge um mich herum empfinde. Aber ich könnte jetzt nicht anfangen, politisch zu sprechen. Dazu weiß ich zu wenig von Politik. Und das tue ich auch, wenn ich gefragt werde. Ich meine, wir geben viele Interviews und man wird immer zu Zeitläuften gefragt und bezieht dann auch Stellung. Und ich werde natürlich auch für gewisse Dinge angefeindet oder man macht sich lustig über mich. Der Kritik ist man immer ausgesetzt, wenn man sich in das Rampenlicht begibt. Und es gibt Leute, denen gefällt das gar nicht, wie ich bin oder wie ich etwas mache oder was ich sage. Und es gibt Leute, die finden das ganz wunderbar. So ist das einfach. Da kann man nichts machen. Das gehört mit dazu, das muss man einfach aushalten. Mich hat das jetzt sehr berührt, als ich gerade am Radio gehört habe, dass Maybrit Illner also eine Morddrohung auch vorliegen hat von der NSU 2. Das sind schon Dinge, die im Moment bei uns im Land im Gange sind, dass Leute wirklich extrem bedroht werden. Und das ist etwas, was zu den anderen Ängsten, mit denen wir im Moment konfrontiert sind, auch noch dazukommt, dass die Leute mundtot gemacht werden und sich nicht mehr trauen, möglicherweise nicht mehr trauen, zu sagen, was sie denken, weil sie damit rechnen müssen, erschossen zu werden. Das ist etwas, was ich ganz fürchterlich finde, was sich im Moment da quasi im Untergrund, wie man das Gefühl hat, abzeichnet. Und das bewegt uns natürlich sehr. Die Frage ist natürlich, wie man damit umgeht. Also natürlich ist klar, dass so die Grundfeste unserer Demokratie aushöhlt, unsere ganze Gesellschaft aushöhlt. In dem Moment, wo man eingeschüchtert wird, sich nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen, ist natürlich ein Grundfeste der Demokratie schon erschüttert. Jetzt möchte ich noch mal kurz zurückkommen auf das, was Sie vorhin gesagt haben, was Sie in Ihrer Arbeit machen. Wählen Sie denn Ihre Rollen dann auch so aus, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie das, was Sie vorhin beschrieben haben, dass Sie bestimmte Verwandlungsprozesse, bestimmte Botschaften an den Zuschauer, möchte ich jetzt fast nennen, dort auch besonders gut umsetzen können? Also Sie haben ja auch viele Filme gemacht, die einen politischen Hintergrund haben, also das Tagebuch der Anne Frank oder den Film über die Entstehung von Jud Süß, einem antisemitischen, faschistischen Propagandafilm. Sind das bewusste Entscheidungen für solche Filme? Ja, natürlich. Gerade die Filme, die sich mit unserer Zeitgeschichte beschäftigen. Mich hat das, was Deutschland ausmacht, immer unheimlich beschäftigt. Und ich kann mich auch gar nicht davon lösen oder so, obwohl ich die ganze Zeit gar nicht miterlebt habe. Und trotzdem weiß ich, was für Auswirkungen es auch auf unsere Generation hat und hatte und hat. Und meine Form, damit umzugehen oder meine Form, das auch ein bisschen durchzuarbeiten, ist natürlich in solchen Stücken. Das ist etwas, was ich mir dann auch, das werden Sie auch kennen, wenn Sie Musik machen, dass man ja die Dinge durchlebt. Also man empfindet ja etwas dabei. Man kann ja nicht sich vor ein Publikum setzen, ohne das zu durchleben und durchzuempfinden, was da verhandelt wird. Das heißt, wenn ich die Mutter von Anne Frank spiele und diese Situation wir dann 8 Wochen lang zu spielen haben, dann erlebt man das. Natürlich ist es ein Annäherungswert, nicht zu vergleichen mit der Wirklichkeit, aber man ist doch trotzdem dann in diesen Situationen und man weiß, man stellt sie jetzt auch für die anderen Menschen zur Verfügung.
Und wenn Sie ein Stück von Bach spielen, dann werden Sie, dann wissen Sie, ist es für Sie genauso, dass Sie einen Dialog haben natürlich mit dem Publikum. Aber das ist ohne Worte. Ohne Worte, ja. Man hat freie, aber ich mache das auch ohne Worte. Assoziationen. Aber ich mache das auch ohne Worte. Aber es verbindet uns etwas, dass wir sind nachschaffende Leute. Ja, also wir interpretieren Werke von anderen, von sehr großen Giganten sehr oft, ja. Und das ist auch wie in der Gesellschaft, ja, wo sind meine Freiheiten und wo sind meine Pflichten? Also auch in der Gesellschaft, ich wünsche mir sehr, dass die Menschen nicht so viel immer über ihre Rechte, sondern ein bisschen über ihre Pflichten nachdenken würden. Das ist sehr im Hintergrund. Und meine Pflichten sind bei musikalischen Interpretation, was der Komponist geschrieben hat, der Text. Das ist etwas Sakrales fast. Ja? Für mich ist das etwas nicht sehr weit von der Religion, ob man jetzt religiös ist oder ein Atheist, egal. Aber in dem Augenblick, wo ich Bach spiele, dann ist Bach der Gott. Und ich muss ihm folgen. Er gibt mir aber unglaubliche Freiheiten, weil er schreibt sehr wenig in seinen Partituren. Er hat das für sich selbst geschrieben oder für sehr musikalische Menschen, die in der Zeit auf diesen Text den Inhalt oder die Art und Weise, wie man das interpretiert, herauslesen konnten. Und später schreiben die Komponisten immer mehr hinein. Und das müssen wir, darüber können wir auch ein bisschen reden, weil mich interessiert das Theater enorm. Mhm. Aber sehr oft gehe ich ins Theater und dann, ich lese sehr gern das Stück vorher. Mhm. Und dann oft, was ich dann auf der Bühne sehe, das hat mit diesem Text sehr wenig zu tun. Mhm. Also wie kann man das beantworten? Können Sie mir das erklären? Ja, das sind Variationen zum Stück sozusagen. Das ist schon im Moment, glaube ich, eine Erscheinung der Zeit, dass man die Texte frei behandelt auch. Also das übrigens nicht immer. Es gibt ja natürlich Theater, wenn Sie jetzt in Berlin als Beispiel nehmen, wo dann doch sehr texttreu gearbeitet wird. Also das ist unterschiedlich. Aber die Lust, anderes auszuprobieren, und ich glaube, das ist auch, so versteht sich das Theater, nicht stehen zu bleiben und nicht immer dasselbe zu produzieren. Das heißt, sie wollen neue Wege gehen und sie versuchen verschiedene Wege, die manchmal nicht ganz nachzuvollziehen sind für einige oder in Richtungen weisen, die ein Zwischenstadium sind, bevor man dann etwas ganz Neues entdeckt. Also ich glaube, das Verlassen des Stücks oder das Verlassen des vorgegebenen Plots ist etwas wie eine Zwischenstation auf einem Weg in eine Loslösung von den alten Stücken. Es ist eine Suche nach neuen Stücken und nach... Oder man braucht viele gute neue Stücke. Ja, ja. Da sind Sie auch dabei. Das ist auch die Lösung. Ja, ja. Auch in der Musik. Mein Gott, ja. Wir warten auf die neue gute Stücke wie auf den Messias. Ich überlege gerade, ob das, was Sie jetzt... die Frage, die Sie ans Theater gestellt haben, sich nicht eigentlich auch so ähnlich an die Musik stellen lässt, denn auch da werden die Texte ja ständig aktualisiert, immer wieder neu aufgenommen, eingespielt. Man spielt Bach auf dem modernen Konzertflügel. Also das sind ja auch sozusagen Freiheiten, die man sich nimmt, oder Aktualisierungen, Neubefragungen, die auch dazu führen, dass man das Stück, um das es geht, auch immer wieder auf seine Gegenwartstauglichkeit, auf seine Relevanz hin auch überprüft. Und auch das, was Sie im Theater beschreiben, sind ja auch Prozesse, die sozusagen ein Stück von Hebbel oder Goethe, von wem es immer auch sein mag, immer wieder auch für die Gegenwart neu erschließt. Also ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so verschieden, aber Sie würden vielleicht widersprechen. Für mich ist, wenn ich eine Beethoven-Sonate spiele und er hat in Takt 98 auf dem zweiten Viertel einen Akzent gesetzt und
ich würde wirklich lieber sterben, als diesen Akzent nicht wahrzunehmen. Das ist mir lebenswichtig. Und dann, also ich finde, dass sein Kunstwerk hat auch seinen Rahmen. Und das ist gar nicht so wie ein Gefängnis, aber einen gewissen Rahmen. Das ist wieder diese Ordnung. Und innerhalb von diesem Rahmen können wir uns frei bewegen. Aber dort ist schon außerhalb. Und ich finde, das gilt nicht mehr. Aber ja, ich bin ja kein Polizist. Das ja. ist nur meine Arztpoetika, mein Credo. Wenn Sie jetzt dann spielen, dann gestalten Sie doch aber auch in Freiheit, trotzdem Sie einen Rahmen haben und sich an die Texte halten, nicht wahr? Ja, aber im Unterbewusstsein, nicht gezielt, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Merken Sie das selbst oder merken Sie das erst hinterher, während Sie spielen oder erst hinterher? Wenn es gut geht, wahrscheinlich ist das beim Schauspiel auch das, dann spielen wir nicht, sondern es spielt. Ja. Man wird getragen, aber das kann man nicht mit dem Knopf drücken erreichen. Wenn Frau Gideck erzählt davon, wie sie in die Rollen hinein schlüpft oder sich einfühlt in bestimmte Rollen, sind Sie manchmal ein bisschen neidisch, dass die Musik das nicht kann? Hätten Sie gerne auch mehr Werke, die vielleicht deutlicher sprechen als die Werke der klassischen Tradition, die ja doch eine gewisse Abstraktion haben? Ich bin sehr, sehr zufrieden damit, Entschuldigung. Mir fehlt in diesem Leben nur, in der Kunst nur eines, ich möchte sehr gern ein guter Komponist sein, aber ich habe überhaupt keine Begabung. Und dann Finger weg. Das sollten vielleicht viele machen. Aber andererseits, ja, so komponieren für mich und, oder Stücke schreiben oder Bücher schreiben, das ist die noch größere Kunst. Aber wir sind doch nicht ganz so unwichtig. Ohne uns würden Sie diese Dinge gar nicht, ohne Sie würde man das ja dann nicht hören. Oh doch. Das, nein. Vielleicht. Naja, also es gibt noch andere Pianisten natürlich, aber ich meine, ohne den Pianisten oder ohne den Musiker würde ja diese Musik gar nicht, nie gehört werden. Das stimmt, also ja. Ja. Seien Sie nicht zu bescheiden, aber ein bisschen bescheiden schon. Na, der Musik wird natürlich manchmal, vorgeworfen, manchmal wird sie auch gerade dafür bewundert, dass sie eben so einen besonderen Abstraktionsgrad erreichen kann. Ja, jetzt gibt es natürlich die einen, die sagen, nein, die Musik muss eigentlich an sich schon politisch sein. Dann gibt es Komponisten wie Hans Eisler zum Beispiel, die da sehr stark Partei ergreifen oder auch in den Beethovenschen Werken sind Spuren der Französischen Revolution und so weiter. Also man spürt doch auch ein bisschen immer den Geist, den politischen Geist in der Musik. Und dann kann man natürlich auch sagen, das Werk ist sowieso durchdrungen von seiner Zeit. Also, dass man sagt, man hört dem Bach doch irgendwie auch noch den späten Absolutismus und die religiöse Frommigkeit an. Man hört eben dem Beethoven die postrevolutionäre Situation in Europa an. Spielt das für Sie eine Rolle, wenn Sie diese Musik spielen? Haben Sie ein Bewusstsein dafür? Ja, enorme Rolle. Also dort, wo wir ein politisches Programm haben, es gibt zum Beispiel eine wunderbare Klaviersonate von Leos Janáček und das ist ein tief politisches Werk und hat ein Programm, da war eine Demonstration in Brno, da haben Leute demonstriert für eine tschechischsprachige Universität und dann die habsburgische Polizei ist gekommen und dann sie haben dort einen tschechischen jungen Arbeiter tot gestoßen mit einer Bajonette. Und darüber ist diese Sonate. So, wenn man dieses Programm kennt, natürlich, aber sehr oft ist Musik eben abstrakt. Aber es gibt auch, schauen Sie zum Beispiel die Da Ponte-Opern von Mozart. Also
die sind für mich sehr politische Stücke, Figaros Hochzeit zum Beispiel. Das ist französische Revolution und eben gesellschaftliche Konflikte und Klassensystem und so weiter auf einem ungeheuer hohen Niveau. Die Politik ist immer da. Also ich habe auch das Gefühl, dass in der Musik viel Geist der Aufklärung zu spüren ist und zu hören ist, auch wie Komponisten mit den Tönen umgehen, wie Töne sich in den Stücken aufeinander zubewegen oder gegeneinander bewegen. Aber das ist vielleicht dann doch eher eine etwas metaphorische Ebene, auf der die Musik sozusagen Modelle oder Utopien für zusammen existieren, zusammen sein. Wir kennen sehr viele Details aus der Biografie, bei manchen Komponisten viel mehr als bei anderen. Und sonst assoziieren wir, ja. Aber eben in der Oper oder in vokalen Musik, wo es Texte gibt, da haben wir leichter, weil wir haben ein Programm. Robert Schumann hat sehr oft ein literarisches Programm zu seinen Werken. Und er war ein sehr literarisch begabter und belesener Komponist. Wenn jemand käme und sagen würde, eigentlich muss die Kunst losgelöst sein von allem Erdischen, Irdischen, Weltlichen, Politischen und sie muss eigentlich in eine Sphäre führen, die jenseits davon ist, könnten Sie damit noch was anfangen? Ich meine, es gibt ja auch die Vorstellung. Nicht. Nein? Überhaupt nicht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die Musik nichts mit dem Irdischen zu tun haben sollte. Also die Musik ist doch ganz an den Menschen gebunden in jeder Beziehung. Es geht ja doch um das menschliche Empfinden. Und das ist ohne Mensch ja nicht, also das ist ja nichts Abstraktes. Das ist ja doch etwas ganz Konkretes. Ich meine, sonst, also selbst der Mathematiker wird sagen, Mathematik ist nicht abstrakt. Ich weiß gar nicht, was das überhaupt sein soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es etwas Lebensnotwendiges ist, dass man sich musikalisch bewegt. Das ist ein Rhythmus, das habe ich auch in meiner Sprache, das ist eine Melodie, das ist etwas, was aus dem Menschen herauskommt, die Bewegung, der Tanz, die Lust danach zu singen, die Lust danach zu musizieren in irgendeiner Form, sich rhythmisch zu bewegen und so weiter, das kommt ja aus dem tiefsten Inneren des Menschen heraus. Und da geht es ja dann auch wieder hin. Das kann man ja jetzt nicht in einen abstrakten Raum stellen, genauso wenig wie die Politik abstrakt ist. Politik ist natürlich ein Begriff, der vielleicht nicht ganz so greifbar ist, aber es sind ja doch Spannungen, gesellschaftliche Spannungen, Bewegungen, die Menschen machen. Und das drückt die Musik aus. Also da findet ja der Komponist und auch der Musiker einen Weg, um dem Ausdruck zu verleihen. Und das ist etwas Lebensnotwendiges. Das müssen wir als Menschen haben. Und das ist absolut konkret. Das ist an den Leib gebunden. Also dass die Musik geht durch den Leib des Musikers und kommt auch im Leib des Zuhörers an. Und in allen Kulturen, also dass der Mensch singt und tanzt. Das ist, und die Kinder schon, ja, oft bevor sie sprechen. Ja. Und das ist etwas Ureigenes und das in der großen Kunst, das wird vielleicht etwas idealisiert oder sublimiert, aber im Grunde genommen hat die große Kunst immer etwas Bodenständiges für mich. Also ich liebe Komponisten wie Joseph Haydn zum Beispiel, steht fest auf dem Boden. Etwas Rustikales, etwas sehr Gesundes. Mhm. Ja? Und damit kann man sehr gut verbinden und assoziieren. Es gibt ja natürlich andere,
Art von Kunst, die vielleicht wirklich, es kann metaphysisch sein oder überirdisch sein. Also ein spätes Streichquartett von Beethoven, das hat auch etwas Bodenständiges, aber das geht schon sehr weit in die Sphären. Mhm. Aber das ist doch nicht eine Sphäre, was wir nicht folgen können. Das hat sehr viel mit uns, mit dem Menschlichen zu tun. Ich möchte zum Ende des Gesprächs eigentlich doch noch mal ein bisschen auf die politische Situation, in der wir jetzt gerade sind, zu sprechen kommen und wieder ein bisschen weg aus der rein künstlerischen Betrachtung hin zu der Lebensgegenwart. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Sie sich politisch äußern oder engagieren. Und gleichzeitig haben wir auch darüber gesprochen, dass wir in Situationen sind oder Situationen erleben in den letzten Monaten, die, glaube ich, sehr schockierend sind für viele von uns. Also sei es die Polizeigewalt in den USA, sei es die politischen Entwicklungen und antidemokratische Tendenzen in manchen Staaten der westlichen Welt. Und dann ist natürlich auch durch die Krankheit Covid-19 und die daraus folgenden Konsequenzen hat sich auch wie ein bleierner Schleier eigentlich über die Gesellschaft gelegt. Haben Sie manchmal das Gefühl, es wird eigentlich zu viel, oder verliert man auch den Mut dann dabei, wenn man sozusagen erdrückt wird von solchen negativen Erfahrungen? Bitte. Ja, ich fühle mich nicht sehr wohl jetzt, das muss ich sagen. Ich bin ein geborener Optimist, aber was die Kultur und die Kunst betrifft, da habe ich sehr, sehr große Sorgen. Weil das in den Diskussionen eine ziemliche hinterste Stelle einnimmt, meiner Meinung nach. Für viele ist es aber sehr wichtig, diese kulturelle Welt. Und das ist eine Nahrung, das kann man nicht mit realen Zahlen oder mit der Statistik messen, wie das man mit anderen Gebieten sehr, sehr effektvoll tun kann. Aber ich verstehe wirklich nicht zum Beispiel, dass man heute Theater oder Oper oder Konzerte, dass man so streng ist, wie viele Menschen hier sitzen und wie viele Zentimeter voneinander. Aber wir kommen nach Berlin, zum Beispiel aus Zürich oder aus Brüssel, und das Flugzeug ist bummvoll. Und wir sitzen wie die Heringe in diesem Flugzeug, und dann niemand kümmert sich. Gut, manche tragen Masken oder vielleicht viele. Und es wird gar nicht kontrolliert. Und warum denken die Politiker, dass ein Theater oder ein Konzertsaal lebensgefährlich ist, aber ein Flugzeug überhaupt nicht? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das sollte mir jemand intelligent erklären. Können Sie das? Nein. Vielleicht, das ist auch nicht das Thema von heute. Aber irgendwie schon, weil wir werden aus diesem Loch nie herauskommen, wenn es diese Mentalität bleibt. Ich merke, dass es eine Kraftaufwand braucht, und ich glaube, den müssen wir wahrscheinlich trotz allem aufbringen, und wir sind dazu aufgefordert, dass man sich, dass man dafür kämpft und dass man sich auch wieder hinstellt und Konzerte gibt und versucht, diese Dinge am Leben zu erhalten, soweit es irgend geht. Das ist ein anderer energetischer Aufwand im Moment, als das früher war, als man von der ganzen Welt, von der ganzen kulturellen Welt getragen war, wo das einfach gelaufen ist und gelaufen ist. Und jetzt ist das wie tot. Mhm. Also es ist und nicht, es steht still. Und das ist etwas, was wir wieder beleben müssen. Ich merke auch, wenn ich etwas mache, wir können ein bisschen etwas machen im Studio, so, die Kreativität ist natürlich groß und die Lust
Man ist durch diesen Stillstand sehr angefüllt mit ganz vielem, was jetzt eigentlich sich Bahn brechen möchte. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen das gerne sehen und hören möchten. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger, lebenswichtiger, vielleicht nicht systemrelevant, aber lebensrelevantes Nahrungsmittel, wie Herr Schiff schon sagt, was wir... Und es ist auch etwas Gemeinsames, also mit dem Publikum auch. Also wir haben auch jetzt gemerkt, wie wichtig das Publikum für uns ist. Und wir lieben das Publikum, weil man kann sehr vieles allein im Wohnzimmer machen, aber das ist einsam, das ist solitär. Man möchte das weitergeben, man möchte das teilen. Ein Schauspiel ist eine Mannschaft, ist ein Teamwork, also von den Spielenden, aber auch wie viele Menschen sind beteiligt in einer Produktion. Und das ist wie ein Uhrwerk, und wenn das alles funktioniert, das ist ein Weltwunder. Mhm. Und so, wir sind jetzt wirklich hungrig dafür. Ja, man merkt dann, glaube ich, das gilt für die Musik, glaube ich, in besonderem Maße, dass es eben nicht nur eine ästhetische Praxis, sondern auch eine soziale Praxis ist. Und Musik ist etwas, um Menschen zu versammeln. Ja, das entspricht ein bisschen dieser Leiblichkeit, die Sie vorhin beschrieben haben, wie körperlich wir darauf reagieren. Und wir fühlen uns auch als Gemeinschaft. Wenn Sie jetzt hier säßen und Klavier spielen würden und es wären mehrere hundert Leute um uns herum, wir würden zuhören, diese Menschen würden eine Gemeinschaft bilden. Und das ist auch was, sozusagen, auch Teil der Seelennahrung, die Musik für uns bedeutet, ist. Und das verkümmert einfach, muss ich sagen. Ja, so, und dann ist eben auch genau, wie Sie beschreiben, wenn man dann alleine spielt, aber genauso wie wenn ich jetzt zu Hause am Computer Sie spielen sehen und hören würde, würde ich die Aura des Klangs und das Gefühl der Gemeinschaft auch nicht erfahren und wäre dann sozusagen eben doch wieder ausgeschlossen oder eben nicht so glücklich. Es ist wichtig, dass man sich das bewusst macht, dass man nicht anfängt, sich daran zu gewöhnen, an diese Vereinzelung. Denn dafür ist der Mensch, dass wir uns jetzt alle umwandeln, uns Einzelwesen zu werden. Das wäre fatal. Ich glaube, das ist ganz schrecklich, eine gefährliche Situation. Wir müssen viel dafür tun, dass wir in Verbindung bleiben und dass wir miteinander in einem Dialog sind und dass wir auch die Atmosphäre gemeinsam erfahren. Das gibt immer eine Bereicherung. Und das ist notwendig, lebensnotwendig. Das dürfen wir, da müssen wir sehr drauf aufpassen, glaube ich. Das ist ein ganz wichtiger Moment. Ja, man braucht Mut, nicht nur wir, sondern Veranstalter und alle. Das ist ein Risiko, ja. Aber es lohnt sich. Also jemand muss die ersten Schritte machen. Und wenn das gut geht, dann wird das Folgen haben. Ich würde das fast als Schlusswort nehmen für unser Gespräch, dass wir den Mut brauchen, das Risiko nicht scheuen sollen und dass wir hoffentlich kein Pech haben, sondern Glück haben, dass es gelingt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken für das Gespräch, das ich fand sehr schön und aufschlussreich war und auch sehr viele persönliche Einblicke gewährt hat. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Ja, wir danken Ihnen sehr.